fliegen, weil er ja nicht der Overlord ist. Auf jeden Fall wird sich auch die Rüstung und so später verändern, weil er sieht ja jetzt noch ein bisschen zerfleddert aus. Da hat sich zum Beispiel gerade einer im Helm geholt von den Goblins. Von diesen. Und dann eben hat man auch gesehen, dass sich halt die Verteidigung von. Kampfkraft. Oder ja, Verteidigung oder Kampfkraft halt von den Goblins verstärkt hat. So, ja. Ja, das Kampfsystem ist eigentlich recht einfach. Entweder schickt man seine Goblins dahin, die erledigen die dann. Oder man legt selber Hand an. Ha ha ha. Ja, indem man einfach die ganze Zeit sinnlos Leertaste drückt. So, das Kampfsystem ist halt nicht wirklich ausgefeilt, aber es ist schon in Ordnung. Und ich denke auch, dass sich mit Hilfe dieses Goblin-Hin- und Herschicksystems im Laufe des Spiels ziemlich viele geile Möglichkeiten eröffnen können. Wie das genau ist, weiß ich nicht, werden wir sehen. Also wir beide werden das sehen. Ich kenne das ja, es gibt halt strategische Möglichkeiten. Es gibt ja halt 4 verschiedene Goblin-Sorten oder Schergensorten. Rote, grüne und blaue und halt die braunen. Und zum Beispiel die grünen Schergen sind halt so assassinmäßig, die machen sich unsichtbar und greifen dann die Gegner von hinten an. Die blauen heilen die Goblins oder die Schergen und die roten schmeißen Feuerbälle. Also ich persönlich benutze meistens nur die braunen und die blauen, so weil die roten halt ziemlich schwach sind und genauso wie die grünen, die halten halt nicht viel aus und da sind die braunen schon deutlich besser. Schon allein, weil sie jede Art von Rüstung oder Waffen nehmen können, die halt von den Gegnern fallen gelassen wird. Und deswegen halt einfach strapazierfähiger sind als der Rest von den Viechern. Die blauen sind da dagegen noch nützlich, weil die ja dann die gefallenen Schergen wegziehen aus dem Kampf und dann wiederbeleben. So, ja, jetzt haben wir dieses Turmherz zurückgebracht und müssen dann zurück in den Turm. So, und wieder einmal natürlich ein Ladebildschirm, die dürfen ja nicht fehlen hier. Wir haben uns überlegt, während dem Ladebildschirm so coole, schmissige Musik einzuspielen, die ein bisschen Pep in die Sache reinbringt. Danach haben wir das allerdings verworfen, weil es doch ganz schön lächerlich ist. Wir? Das hast du doch gerade ausgedacht. Psst. Bei so einem komischen Trash-Scheiß will ich nicht mitmachen. Ach ja, scheiße. Trash-LP, ne? Ja, Trash-LP. So. Ja, jetzt kann ich halt den Turm jederzeit wieder aussuchen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr ganz, ob da es eine Schnelltaste gab, ob man irgendwo halt gehen konnte oder halt zu so einem Portal musste immer. Zum Teleportieren auf verschiedene Sachen. Ja, jetzt kriegen wir durch dieses coole Herz 5 neue Schergen. Das heißt, wir können jetzt 10 Schergen auf einmal rufen. Und 10 Schergen schon ganz am Anfang, das ist eine ganze Menge, wenn man mich fragt. Es geht, sie sind halt relativ schwach, so wenn da dann halt 20 Gegner auf dich zukommen, so, dann ist das halt schon wieder. Also das gleicht sich nachher aus, so. Es ist halt nicht wirklich schwierig, das Spiel, so, und ich bezweifle auch, dass ich da viel sterben werde oder so. Wie viele Jahre ist das überhaupt? Das weiß ich überhaupt nicht. Ich glaube ab 12, wenn ich mich nicht ganz irre. Das Spiel ist ab 16? Oh. Fast. Also anspruchsvoll auf der höchsten Ebene, brutal natürlich ohne Ende. Ja, und diese bösen Wörter, die da verwendet werden. Ich meine, das ist schon. Ich frage mich, wieso sie es nicht ab 18 gemacht haben. Ja, und schon wieder dürfen wir den Ladebildschirm bewundern. Und es geht jetzt endlich richtig los. Ja, Tutorial ist vorbei. Let the adventure begins und so. So, jetzt holen wir unsere Schergen wieder raus. Man sieht da unten das, was da steht. Das ist halt über Handy oder Headset von dem komischen Opa-Goblin aus dem Turm übertragen. So eine Art Ultra-Megafon. Ist echt schon ganz cool. Ja, der labert uns jetzt halt die ganze Zeit dicht. Und wir müssen uns halt jetzt da aufmachen, um in diese Stadt, wie heißt die nochmal, Rauschingen zu kommen. Rauschingen, genau. Und wie man sieht, diese hochintelligenten Bewohner dieser Stadt, haben ja schon festgestellt, dass wir auch schon 2 Halblinge übereinander sein können in einer Rüstung. Ja, gehen alle Präferenzen durch, die man so haben kann. Möglichkeiten, ja. Nicht Präferenzen. Und man sieht ja schon an ihrem Gesichtsausdruck, wie hochintelligent sie sind.
Ja, wir müssen halt jetzt zu dem Goblin-Lager, um die Sklaven zu befreien, damit wir endlich in diese Stadt kommen können. Was hier halt cool dran ist, man kann halt viel in der Umgebung auch so zerstören. Zum Beispiel jetzt wie da Mit dem mit dem Feuerball, das Feuerball. Getreide brennt ab und die Leute verrecken elendig. Man kann Und auch halt die einzelnen Bäume, die da rumstehen, zum Beispiel anzünden und ja, wenn so. ihr da mal gerade geguckt habt, der ist einfach so verploppt und ist jetzt natürlich verbrannt. Also ist schon ziemlich cool. Hätte man besser umsetzen können, aber die Idee ist echt cool. Ja, da gehen wir dann mal hinterher, um sie dann auch im Feld zu rösten. Naja, er versucht's zumindest. Ich hab's am Ende auch geschafft, ey. So, siehst du? Ja, denn hinter uns stehen halt noch diese Objekte, die die Goblins oder die Schergen zerstören können, um sich halt neue Ausrüstungsgegenstände zu holen. Wie man sieht, da der eine, der gerade triumphierend die Hand über den Kopf gehalten hat, hat halt was gefunden. So sieht das halt immer aus, wenn die irgendwas gefunden haben. Der sieht man jetzt auch, dass er einen Metallhelm auf hat und keinen Tonhelm mehr. Normalerweise nehmen die Schergen halt alle Sachen auf, die so in der Umwelt liegen. Und wenn das zum Beispiel Tränke oder Geld Gold. ist oder diese gelben Kugeln, die man halt braucht, um neue Schergen zu erschaffen. Die bringen sie halt automatisch dann zu dir zurück. Zumindest ist es theoretisch. Ja, in der Praxis sieht das Ganze dann meistens doch ein bisschen anders aus. Doof ist dann auch, wenn man halt über so einen riesigen Abgrund nicht rüber kann, wo nur die Schergen drinne sein können. Drüber gehen können. Und da dann halt ein Gegenstand liegt, den man gerne haben wollte. Ja, jetzt haben wir halt die ersten Dorfbewohner befreit, dieser Totenkopf. Das Totenkopfsymbol bedeutet halt, dass der Scherge noch bewusstlos ist. Und in diesem, solange dieses Totenkopfsymbol über dem Schergen noch ist, könnte er wiederbelebt werden, wenn man die blauen hätte. Und jetzt müssten wir eigentlich gleich beim Goblin-Lager angekommen sein, wo wir dann auch das letzte Mal das Let's Play unterbrochen haben. Ja, jetzt holen die, wenn ich es dann hinbekomme, die Tonkrüge da und finden, glaube ich, auch noch ein, zwei Sachen, die sie anziehen. Ja, dieses Ding, dieses rote Ding, was man da hinten sieht, ist ein Lebensbrunnen, da kann man halt Schergen reinwerfen. Das wird auch gleich nochmal gesagt. Und das gleiche gibt es halt auch für Mana, beziehungsweise wie sie es hier im Spiel nennen, Mana. Mana. Ich hasse es, wenn die Leute dazu Mana sagen, ey. Naja, aber dem Alter verzeiht man, ne? Er ist schon alt und grau und hässlich. Ja, alt, grau, hässlich. Wahrscheinlich auch pädophil. Glaubst du? Naja, was meinst du, was er mit seinen Schergen macht? Woher willst du wissen, dass das Kinder sind? Hab ich nicht gesagt. Sie sehen aber definitiv jünger aus als er. Das ja. Sie sehen aber fast genauso hässlich aus wie er. In der Tat. So, ja, da opfere ich jetzt gleich ein paar Schergen drinne. Because of Mana-Probleme und so. Ja, dieses geile Englisch ist fast perfekt, Dennis. Ja, das ist mein Englisch of Doom. Es ist halt so. Es muss cool sein. Ja, total. Abgesehen davon, dass das Ganze eigentlich hier für den Arsch ist. Aber okay. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Vielleicht noch ein bisschen zu unserem Kanal? Ja, wie wir schon am Anfang sagten, Trash-LPs. Ja. Dass wir halt totale Anfänger darin sind und einfach nur Wir machen, ja, wir einfach machen nur die Scheiße, weil so. es uns bockt, so, weißt. Wir haben auch zurzeit nur ein Headset oder so, deswegen kann das sein, dass man uns oder mich schlecht hört. Oder uns unterschiedlich laut hört, je nachdem halt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert hat und ihr uns einigermaßen gut verstehen könnt. So. Ja, jetzt geht's auch wieder zurück zum Goblin-Lager, um die Sklaven zu befreien. Da dieses Ding, was im Wasser ist, können die braunen Schergen nicht rausholen. Das können dann später die blauen, die können dann auch ins Wasser gehen. Die anderen ersaufen da drinnen. Ich weiß gar nicht, hätte ich mal ausprobieren sollen. Ja, Das mache ich auf das jeden. nächste Mal. Ich weiß nicht, ob die dann sich weigern reinzugehen oder ob sie dann einfach ersaufen. Ich glaube, man bekommt hier. Also,
hier irgendwo schon die roten. Ja, da seht ihr halt den übermächtigen Feuerballzauber, der jeden Gegner mit einem Schlag abmatcht. Ja, wie ihr da sehen könnt, ist es halt relativ einfach, die normalen Gegner zu besiegen. Später gibt es halt noch ein paar Bossgegner, die dann halt ein bisschen anspruchsvoller sind, aber auch nicht wirklich ultimativ. Aber man ist ja auch der Overlord, deswegen sollte man ja auch keine Probleme mit haben, einfach irgendwelche Viecher abzuschlachten. Ja, das Let's Play endet an dieser Stelle auch gleich und das Let's Play endet. Nennen wir es einfach mal Let's Trash. Das Let's Trash endet in diesem Fall auch mal direkt und naja, wir machen natürlich weiter. Ja, wir also. Keine Frage. Ich komme wieder, keine Frage und so. Also wir kommen wieder, keine Frage. Ja. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch auf unseren Kanal verirrt habt und so. Und natürlich immer fleißig weitergucken und so ein Shit. Falls es euch denn überhaupt interessiert. Ja, da sehen wir nochmal, wie Kim an dieser Stelle gleich mal versucht, einen Schergen da die Manieren beizubringen. Hab ich das nicht gerade? Nee, da hast du gefailed. Stimmt, ach ja, der hockt ja da hinten in der Ecke. Ich hab den da nicht zurückbekommen. Das war aber eher ein Versehen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wusste bloß nicht, wie ich meine Schergen zurückrufen kann. Ja. Das war's an dieser Stelle? Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Meinst du? Nee, ja, stimmt. Wir machen das Tor noch runter. Ja, da erklärt er nochmal das, was geschieht, wenn man an der Kurbel dreht, was absolut unlogisch ist. Naja, okay, gut, dann ist das jetzt auch hier zu Ende. Machen wir dann hier wieder den Cut. Ja. Und. Das war's von Trash LP. Ich bin Dennis. Ich bin Kim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr uns wieder mal anhören werdet. Auf Wiedersehen.